Ohne Zweifel, sagte er, ist nicht nur das Leben auf Erden eine verhältnismäßig rasch vorübergehende Episode, das Sein ist selbst eine solche zwischen Nichts und Nichts. Es hat das Sein nicht immer gegeben und wird es nicht immer geben. Es hat einen Anfang gehabt und wird ein Ende haben, mit ihm aber Raum und Zeit. Denn die sind nur durch das Sein und nur durch dieses aneinander gebunden. Raum, sagte er, ist nichts weiter als die Ordnung oder Beziehung materieller Dinge untereinander. Ohne Dinge, die ihn einnehmen, gibt es keinen Raum und auch keine Zeit, denn Zeit ist nur eine durch das Vorhandensein von Körpern ermöglichte Ordnung von Ereignissen, das Produkt der Bewegung von Ursache und Wirkung, deren Abfolge der Zeit Richtung verleiht, ohne welche es Zeit nicht gibt. Raum und Zeitlosigkeit aber, das ist die Bestimmung des Nichts. Dieses ist ausdehnungslos in jedem Sinn, stehende Ewigkeit. Und nur vorübergehend ist es unterbrochen worden durch das raumzeitliche Sein. Mehr Frist, um Äonen mehr, ist dem Sein gegeben als dem Leben. Aber einmal, mit Sicherheit, wird es enden. Und mit ebenso viel Sicherheit entspricht diesem Ende ein neuer Anfang. Er fragte, wann hat die Zeit das Geschehen begonnen? Wann ist die erste Zuckung des Seins aus dem Nichts gesprungen, Kraft eines Es werde, das mit unweigerlicher Notwendigkeit bereits das Es vergehe in sich geschlossen hat? Und er fuhr fort. Vielleicht ist das Wann des Werdens nicht so lange her, das Wann des Vergehens gar nicht so lange hin, nur einige Billionen Jahre her und hin vielleicht. Unterdessen feiert das Sein sein tumultuöses Fest in unermesslichen Räumen, die sein Werk sind und in denen es Entfernungen bildet, die von eisiger Leere starren. Und er sprach mir von diesem Riesenschauplatz dieses Festes, dem Weltall, diesem sterblichen Kinde des ewigen Nichts, angefüllt mit materiellen Körpern ohne Zahl, Meteoren, Monden, Kometen, Nebeln, Abermillionen von Sternen, die aufeinander bezogen, zueinander geordnet waren, durch die Wirksamkeit ihrer Gravitationsfelder zu Haufen, Wolken, Milchstraßen und Übersystemen von Milchstraßen, deren jede aus Unmengen flammender Sonnen, drehend umlaufender Planeten, Massen verdünnten Gases und kalten Trümmerfeldern von Eisen, Stein und kosmischem Staub bestehen.